So, wir haben es dann auch mal rausgeschafft um 2.30 Uhr am Nachmittag. Der Lias hat eiskalt von 10 Uhr, kurz vor 10, bis 1.45 Uhr oder sowas geschlafen. Extrem lang. Ich habe ihn heute oder gerade eben mal seine neuen Schuhe angezogen. Man merkt richtig, dass er jetzt wieder viel mehr Platz hat. Und ja, ich glaube, das kann man jetzt so alle 4-5 Wochen machen, komplett neue Schuhe anziehen, gell, Bibi Lias? Ja, wir werden jetzt die paar Sachen erledigen in der Stadt und dann wieder ab nach Hause. Ich habe übrigens das Kleid an, was ich euch gezeigt habe von Only. Bauch passt rein, ich habe sogar noch ein bisschen Platz, also alles Roger. Und ich bin momentan total verliebt in diese neue Kette von Mainpunkt, also richtig schön. Aber das Kleid auch richtig, richtig hübsch. Hatschi Gesundheit! Hatschi Gesundheit! So, Dille, ihr Lieben, ich melde mich zwischendurch mal. Was machst denn du da? Machst du deinen Finger in den Bauchnabel rein? Wo ist der dicke Bauch? Ist das dein Bauchnabel? Ja. Da ist dein Bauch. Und da ist die Pimpi. Okay. Und da ist der große Zeh, dein Onkel. Der große Zeh, gell? Mein Schatz. Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben tatsächlich erst kurz nach 10, wir haben uns heute Morgen fertig gemacht. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen heute unbedingt an den See gehen. Und wir sind in Raunheim am Pinter Beach. Hier ist es definitiv mit Abstand am schönsten, weil sonst gibt es nirgendwo, dass man so Liegestühle und so weiter hat. Hinter mir ist noch ein bisschen was frei. Über mir fliegen die Flugzeuge immer vorbei. Wo sind wir denn jetzt da? Es liegt halt neben dem Flughafen. Auf der anderen Seite, ich habe euch das alles schon mal gezeigt, gibt es sogar richtige, also gibt es die richtigen Liege, also die normalen Liegen sind komplett alle weg. Richtig krass. Stühle gibt es hier noch ein paar, wir wollten aber sowieso auf die Seite, weil hier hinter mir, seht ihr schon, gibt es viele Anlagen für die Kinder. Meine zwei Jungs sind gerade da. Schaut mal hier. Das sieht doch krass aus, oder? Da gibt es hier auch nochmal abgeschottet extra für Kinder und so weiter. Deswegen sind wir hier auf dieser Seite, wollten wir sowieso hin. Genau, der beste Freund bzw. Trauzeuge von meinem Mann kommt jetzt gleich. Die müssen gleich da sein, auch mit ihrem Kleinen. Und dann können die nämlich schön spielen. Und ja, wir haben uns jetzt hier die zweite Reihe wenigstens ergattern können. Mega schönes Wetter auch heute. Morgen sollen es ja wieder um die 40 Grad werden, richtig extrem. Ich glaube heute nur um die, aber auch paar 30 Grad warm genug. Also hier ist es auf jeden Fall richtig schön, kann man auf jeden Fall empfehlen. Genau. Ja, jetzt genieße ich einfach mal ein bisschen die Sonne. Hallo ihr Lieben, ich melde mich mal. Wir sind gerade auf dem Weg in unseren Skyline Plaza, denn wir hatten uns heute eigentlich noch mit Freunden verabredet, auf so einem Markt essen zu gehen. Aber das findet jetzt doch nicht statt, weil der Kleine krank geworden ist und so weiter und so fort, also von denen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir haben halt auch nichts eingekauft deswegen für heute. Und deswegen gehen wir jetzt zu uns in den Skyline Plaza und essen dort was. Ich habe nämlich Heißhunger, das könnt ihr euch nicht vorstellen, auf Pizza hat. Deswegen, jetzt packen wir meine Schwester ein. Lia ist es auch, hat bis eben gerade geschlafen, richtig gut. Wir gehen aber nur essen. Dann gehen wir direkt wieder nach Hause, weil heute ist wieder einer dieser heißesten Tage überhaupt. Also es sollen bis zu 40 Grad werden. Und deswegen draußen rumzulaufen, vor allem mit dem Kleinen, macht gar keinen Sinn. Deswegen geht es wieder ab nach Hause, später vielleicht in den Pool. Ansonsten Rollladen runter, Fenster zu und es überstehen. Anders kann man es echt nicht sagen. Ja, da geht mal sonntags mal essen und kommt an diesem Spieleparadies hier nicht vorbei. Gell, Baby Lias? Ist gut? Logisch. Sammelst du auch Punkte? Guck, da sind Punkte. So, wir hatten Mittag gegessen. Habe ich mich eigentlich gemeldet? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir waren auf jeden Fall Mittagessen. Der Lias hat noch ein bisschen gespielt. Das habe ich, glaube ich, euch eingeblendet auf seinen elektrischen Dingern da. Gott. Ja, mittlerweile haben wir 6:45. Der Lias geht jetzt schlafen. Er hat gerade schon gegessen und wir haben eigentlich jetzt die ganze Zeit nur noch irgendwie was getan. Ich habe viel am PC gearbeitet und aktuell
ist dieses Chaos am Start. Also endlich mal Papierkram, 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 Sachen ausmisten, was man nicht mehr braucht, alte Sachen und ein bisschen ordnen, was gehört zum Haus, was gehört zu Lias, was gehört zu mir, was gehört zu meinem Mann, was gehört zu, was weiß ich was. Also wir sind auf jeden Fall gut dabei und ich denke, das wird auch noch ein bisschen gehen. Und da heute nichts mehr passiert, würde ich sagen, ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Tanz, Tanz. Wappa. Wappa. Okay. Dankeschön. Ja? Tanz, Tanz. Wop, 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 wop. Macht Spaß? Du verstehst doch gar nichts, wenn beides an ist, Leas. Hallo ihr Lieben, ich melde mich endlich mal. Ich habe mich gestern gar nicht bei euch gemeldet, weil ich tatsächlich, wir waren nur zu Hause gewesen. Ich habe einfach viel im Haushalt gemacht, habe so Sachen gemacht, die so nervig sind, wie zum Beispiel die Kühltruhe mal enteist. Das ganze Eis weggeklopft und solche Sachen. Viel ausgemistet, aussortiert, solche Sachen halt eben. Meine Schwester sucht gerade einen Parkplatz, sind jetzt gerade nach Mannheim gefahren. Ich glaube, ich habe euch noch gar nichts davon erzählt. Wir haben heute nämlich endlich einen Friseurtermin. Genau. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Ich wollte es ja eigentlich noch vor der Hochzeit machen. Es hat aber nicht geklappt. Vom Zeitmanagement her. So, jetzt bin ich gerade schon angekommen. Ja, ich habe es vor der Hochzeit nicht geschafft und deswegen ist es jetzt dran. Meine Schwester sucht, wie gesagt, gerade noch einen Parkplatz und dann werden wir erstmal, wir haben jetzt gerade 10 Uhr, den Tag mit einem Friseurtermin starten. Wir werden heute Mittag aber auch noch grillen mit der Family, also steht noch einiges an. Ich nehme euch auf jeden Fall mal ein bisschen mit. So, Dille, Farbe ist auf dem Kopf. Maike macht diesmal was anderes. Was machst du? Contouring. Contouring und wird ein bisschen dunkler und abgeschnitten. Bei mir haben wir die Haare schon geschnitten und ja, wie sonst immer diese Technik gemacht, die sonst immer gemacht wird mit diesem Hochziehen. Ich freue mich schon, wenn das Ganze wieder entknotet wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, fertig. Ich bin wieder schön aschig und habe einen schönen neuen Schnitt drin. Ich wollte zwar ein bisschen kürzer hier vorne haben und generell die ganzen kaputten Haare sind mal weg, denn nach dem Urlaub waren sie sehr, sehr, sehr kaputt gewesen. Voll schön, ich bin richtig zufrieden. Wie immer eigentlich hier. Max. So, wir sind fertig, Sister auch. Und wir sind beide sehr, sehr, sehr zufrieden. Sieht auf jeden Fall... Ja, ja. Hier darf man nicht filmen. Ist anscheinend verboten. Ja, sehr, sehr, sehr zufrieden auf jeden Fall. Ich habe mir extra jetzt nochmal eine Tonspülung mitgenommen. Von Wella ist die. Dass, wenn die wieder so einen Gelbstich bekommen, dass ich das dann zu Hause selber abmattieren kann. Denn das ist das größte Problem, weswegen dann die Haare irgendwann mal mir nicht mehr so in Anführungszeichen gefallen haben, weil die halt irgendwann logischerweise diesen Gelbstich bekommen. Und ja, damit verhindere ich den sozusagen. Ja, jetzt fahren wir wieder nach Frankfurt zurück und dann geht's für uns zum Einkaufen, denn wir grillen später. Meine Mama oder unsere Mama, der Thomas kommt. Ja, ansonsten kommt ja keiner. Mein Mann hat heute Homeoffice und dann werden wir alle später zusammen grillen und dafür werden wir eben jetzt gleich mal einkaufen gehen. Das ist der Plan und zeige ich euch dann gleich mal. Es ist unglaublich, es ist nicht so warm wie die letzte Woche, aber trotzdem noch super warm. Ah, super. Deswegen, was machst du da? Ah, ja, hallo Klimaanlage, willkommen. So, mittlerweile wieder auf dem Weg zu meiner Schwester. Wir waren Großeinkauf machen für uns zu Hause und eben jetzt fürs Grillen. Ich laufe jetzt gerade rüber zu ihr, weil in Bad Niesanfall ohne Ende. Boah, guck mal, wie es hier aussieht. Wegen dem Sperrmüll, genau.
kommt, glaube ich, morgen. Naja, auf jeden Fall, wir wollen in 40 Minuten, haben wir uns verabredet, dass alle eben da sein sollen. Und deswegen werden wir gleich mal den Grill anschmeißen. Und ich werde jetzt erstmal Salat und so weiter, solche Sachen vorbereiten. Genau. Und ich zeige euch später auf jeden Fall mal das Endergebnis. Wow, wow, wow. Der Wachhund. Der Wachhund. Rocky, bist du Wachhund? Okidoki. Schaut mal hier, diese Liege. Lädt auch ein, oder? So, jetzt bin ich da. Jetzt lege ich mal los mit dem Schnippel. Ich habe übrigens meine Haare auch extra beim Friseur nicht irgendwie großartig stylen lassen mit Locken oder sowas, weil ich wusste, wir werden ja hier noch grillen. Dann laufe ich nicht mit offenen Haaren rum, von daher aus. So war es besser. Dann konnte ich sie direkt zusammen machen und dann ist es wenigstens nicht schade drum. Oh Mann, ich bin so müde, Maike. Unglaublich. So, ich lege jetzt los. So, da hinten wird gegrillt. Und so sieht's jetzt aus. Alles Leckere, was das Herz begehrt. Da, mach rein. Njam, njam, njam.